Jamie und Klein von G.F. Unge. Es liest Armin Rode. Als ich durchs Fenster in ihr Zimmer stieg, war es schon lange nach Mitternacht. Sie stand vor dem Toilettentisch, betrachtete sich im Spiegel und massierte ihr Gesicht. Die Massage sollte die Durchblutung der Haut anregen und die Bildung von Fältchen um die Augen- und Mundwinkel herum verhindern oder wenigstens verlangsamen. Denn ein paar feine Fältchen hatte sie nämlich schon, kaum erkennbar zwar, aber eben doch vorhanden. Sie war kein Mädchen mehr, sondern eine Frau. Sie hatte Kleid und Unterrock ausgezogen und ich konnte sehen, dass alles an ihr bestens erhalten war, richtig knackig und voll Saft, sodass sie es noch mit jedem jungen Mädchen aufnehmen konnte. Wir ritten den ganzen Tag und erreichten am frühen Abend eine kleine Siedlung an einem kaum benutzten Wagenweg, auf dem wahrscheinlich nur jede Woche einmal eine Postkutsche verkehrte. Die Siedlung bestand aus einer Reihe Hütten, Schuppen und Corrals, die sich um die Poststation und einen Store gruppierten. Wahrscheinlich lebten dort kaum mehr als ein Dutzend Menschen. Ich sagte zu Jamie, wir müssen zum Store und uns ausrüsten, um längere Zeit den Menschen fernbleiben zu können. Ein Packtier brauchen wir auch. Und so ritten wir hinüber. An der Hauswand zwischen den Eingängen zur Poststation und dem Store saß ein Mann in einem Lehnstuhl. Ein großer Hund kam drohend angelaufen, als müsste er diese armselige Siedlung vor uns beschützen. Doch der Mann im Lehnstuhl sagte, »Hau ab, Hurensohn, hau ab!« Der Hund gehorchte sofort, drehte ab und verschwand. Wir hielten vor dem Store-Eingang an und der Mann erhob sich und starrte Jamie ungläubig an. Oh, »Diese verdammte Welt wird doch manchmal wunderschön. Was soll's denn sein? Womit kann ich der Lady und dem Gent dienen?« Er war ein schmieriger, ungewaschener Bursche, der gewiss längst resigniert hatte, weil er am falschen Platz investiert hatte. Aus diesem armseligen Ort würde nie eine Stadt werden. Ich sagte vom Sattel aus, wir brauchen ein Packtier und alle Dinge für einen langen Ritt. Da sind Sie hier richtig, sagte er und stieß einen lauten Pfiff aus. Drüben bei dem Stall und den Corrals zeigte sich ein kleiner Mann. Shorty, bring das Maultier und einen Packsattel her! So rief er, indes wir absaßen. Der Store war zugleich auch eine Art Saloon. An der einen Wand war eine Theke mit Gläsern und einem Flaschenregal dahinter. »Meine Frau kann Ihnen drüben in der Gaststube der Station ein Abendbrot auftischen«, sagte der Mann, »für $1 insgesamt. Soll ich ihr Bescheid sagen?« Wir nickten gleichzeitig. Dann schrieb ich eine Liste all der Dinge, die wir kaufen wollten, angefangen von der Kaffeekanne und vom Candice-Zucker bis zu Wolldecken, Segeltuchplanen und Regenumhängen, einer Schrotflinte und einem Spencer-Karabiner mit genügend Munition. Jamie saß derweil auf einigen Säcken mit Mais und Bohnen und aß eine große Salzgurke. Ich gab dem Stationsmann die Liste und ging dann mit Jamie hinaus. Von Osten her krochen die Schatten der Nacht heran. Überall in der kleinen Siedlung brannten Lampen. Ein stiller Abend. Eine halbe Stunde später, wir hatten unser Abendbrot fast schon vertilgt, ertönte draußen Hufschlag. Reiter waren vor der Station. Wir hörten ihre heiseren Rufe. Dann kamen sie auch schon sporenklirrend herein, staubig, verschwitzt, wild und anmaßend. Oh, ich sah gleich, zu welcher Sorte sie gehörten. Es waren drei. Sie verharrten einige Sekunden, weil ihre Augen sich an den Lampenschein gewöhnen mussten. Ich wusste schon, was kommen würde. Denn als ihre Augen sich an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnt hatten, sahen sie Jamie. Sie starrten sie an, traten langsam und staunend näher. Ich hatte längst meinen Colt herausgenommen und unter dem Tisch auf meinem Oberschenkel liegen. Nun wartete ich ab. Ich wollte keinen Ärger. Doch diese drei Wilden da würden Verdruss machen, das ahnte ich. Sie blieben dicht vor unserem Tisch stehen. »Seht euch das an«, sagte einer, »das ist es.« »Was, Lefty?«, fragte sein Nachbar grinsend. »Die da. Sieht sie nicht so aus wie die, die ich euch immer beschrieben habe, wenn wir uns gegenseitig unsere Traumweiber beschrieben?« »Ja, genau so, aber sie hat einen Freier. Die ist versorgt. Essen wir erstmal was.« Sie wandten sich tatsächlich ab und setzten sich an einen anderen Tisch. Die Frau des Stationsmannes kam aus der Küche. »Wir haben Hunger und Durst«, klang es dreistimmig. »Beeilung, sonst kommen wir in die Küche und versorgen uns selbst.« Die Frau verschwand blitzschnell. Ihr Mann ließ sich nicht blicken. Die drei Kerle setzten sich so, dass sie Jamie anstarren konnten.
Vielleicht hat sie einen dicken Hintern und krumme Beine, sagt einer, und sieht nur oben rum heiß aus. Hey, Süße, komm mal hinterm Tisch hervor, damit wir dich richtig betrachten können. Na los! Ich seufzte leise. Ich wusste, wenn ich zuließ, dass sie aufstand, um sich betrachten zu lassen, würden sie weitermachen. Es waren wahrscheinlich Banditen, voll Hass auf die ganze Welt, weil sie gehasst und verachtet wurden. Was war das für eine Pechsträhne, in der wir uns jetzt befanden? Wir waren auf der Flucht und mussten an diese Kerle geraten. Jamie bewegte sich nicht. Ich wusste, sie erwartete jetzt Schutz von mir. Also sagte ich, hört auf, ihr Stinker, sonst stopf ich euch das Maul. Darauf hatten sie nur gewartet. Sie sprangen auf und schnappten nach den Colts. Ich schoss unter dem Tisch hinweg. Ich hatte keine Wahl. Sie bekamen zwar noch ihre Revolver heraus und einer konnte sogar noch einen Schuss abfeuern. Aber dann lagen sie stöhnend am Boden. Sie hatten böse was abbekommen, da ich ziemlich tief zielte. Pulverdampf erfüllte den Raum. Die Frau des Stationsmannes schrie wie verrückt in der Küche. Dann hörte man nur noch das Stöhnen der Getroffenen. Nun endlich kam der Stationsmann, auch jener Shorty und zwei andere Männer. Jamie und ich erhoben uns. »Haben Sie alles herausgesucht?« fragte ich den Stationsmann. »Wir wollen weiter. Gehen wir.« Er gehorchte. Die anderen Männer blieben zurück. Jamie und ich hatten es jetzt eilig. Wir folgten dem Wagenweg nach Norden. Auf dem Maultier hatten wir alle eingekauften Dinge. Als wir etwa 3 Meilen geritten waren, kamen uns Reiter entgegen. Im Mond- und Sternenschein erkannte ich am vordersten Reiter einen blinkenden Stern. Es war so ein Sheriffstrupp. Wir hielten an. Wenig später fragte uns der Sheriff, »Sind Ihnen 3 Reiter begegnet?« »Die finden Sie 3 Meilen weiter in der Station«, erwiderte ich. »Was ist mit Ihnen?« »Ich bin der Sheriff von Amity«, sagte der Mann. »Sie haben unsere Bank ausgeraubt und den Kassierer erschossen. Ich bin schon mehr als 100 Meilen hinter Ihnen her.« Er wollte weiter. »Sie brauchen sich nicht mehr zu beeilen, Sheriff. Diese 3 Kerle waren scharf auf meine Frau. Ich musste sie klein machen. Die können nicht mehr.« Nach diesen Worten ritt ich mit Jamie weiter. Der Sheriff rief uns nach. »Wie ist Ihr Name, Mister?« »Yates! Clyde Yates!« Ich schlug wieder den Weg nach Osten ein. Wir tauchten im Mondschein in den Hügeln unter. Und irgendwann im Verlaufe der Nacht hielten wir endlich an und schlugen an einem murmelnden Creek das Camp auf. Jamie kam zu mir unter die Decke, ich nahm sie in den Arm. Aber schon nach einigen Atemzügen schlief sie. Sie war völlig erschöpft. Und sie wollte sich sicher fühlen. Sie vertraute mir, sie wusste, dass ich sie beschützen konnte. Was in der Station geschehen war, hatte uns zu einem Pärchen gemacht, das nun gemeinsam dem Glück nachjagen würde. Wir hatten einiges Betriebskapital. In meinem Geldgürtel und Taschen befanden sich mehr als $5,000. Jamie hatte gewiss doppelt so viel. Wir würden zusammenlegen. Auch ich schlief nach einer Weile ein. Schon lange hatte ich nicht mehr unter freiem Himmel kampiert.